20 nähert sich jetzt langsam aber sicher seinem Ende. Es stehen noch zwei Winterfeste mit starker Lichtsymbolik in den abrahamitischen Religionen aus. Das eine ist am 25.12., das christliche Weihnachtsfest. Und das andere findet dieses Jahr zwischen dem 10. und 18. Dezember statt, das jüdische Chanukka-Fest. Oder Hanukka-Fest, wie wir manchmal schreiben, wobei es für die Schreibung auch das Chanukka, also mit CH vorne gibt. Die Aussprache, wie gesagt, klingt eher nach Chanukka. Es ist bezüglich anderer Hochfeste im jüdischen Glauben jetzt nicht ganz so bedeutend, was an zwei Dingen hängt. Erstens, es wird nicht in der Tora selbst ausgeführt. Zweitens, es ist das jüngste Fest, das in den rituellen jüdischen Jahreskalender aufgenommen wurde, dorthin zugestoßen ist. Ob es unbedeutend ist, daran hatte schon Israel Kanna Zweifel und da ließ er dann auch mal eine literarische Diskussion zwischen Chanukka und Schabbat erleben, indem Chanukka dann ausgeführt hat, dass ohne seine besonderen Tage es den Juden kaum möglich gewesen wäre, den Schabbat wieder zu heiligen und dass durch das Hallel und die Entzündung einer überzähligen Kerze an jedem Tag es auch aus ritueller Sicht reicher wäre als der von Jahwe vorgegebene Feiertag. Wie gesagt, er hat das mal so ausgeführt. Ich fand es eigentlich sehr schlüssig. Aber schauen wir mal weiter. Um was geht es da denn nämlich eigentlich ganz genau? Es handelt sich um ein 8 Tage dauerndes Tempelfest und ist trotz des mittlerweile zerstörten und damit fehlenden Tempels ursprünglich also ein Pilgerfest gewesen. Während dieser 8 Chanukka-Tage wird dem Makkabäeraufstand und den Geschehnissen der Jahre 167 bis 164 vor Christus gedacht. Im Mittelpunkt steht gemäß der Tradition der Priester Mattathias und dessen Söhne. Eine besondere Rolle kommt dabei Judas Makkabäus zu, den man auch als Jehuda Hamakkabi bezeichnet, wobei Hamakkabi eine Ehrenbezeichnung darstellt, die man ins Deutsche mit der Hammer übersetzen könnte. Wenn man in den USA zum Beispiel zu Chanukka die Maccabi-Figuren kaufen kann, dann ist das eine Anspielung auf diese historische Persönlichkeit. So, und der Makkabäeraufstand richtete sich gegen die Seleukidenherrschaft, gegen Hellenisierungsbestrebungen im Israel bzw. in Jerusalem. Unter anderem kam es zur Zerstörung des heidnischen Altarbildnisses oder Altarsteins, das zu Ehren des griechischen Göttervaters Zeus im Tempel aufgestellt worden war und zu einer Neueinweihung des Tempels am 25. Kislev. Mit diesem Sieg endete einmal sämtliche Hellenisierungsversuche des Judentums, der syrischen Seleukiden-Dynastie. Und auf der anderen Seite legt es aber auch den Grundstein für die Erbherrschaft des königlich hohen priesterlichen Geschlechts der Hasmonäer. Ja, wenn man jetzt tief in die Forschung reingehen könnte, möchte, will, kann man hier an der Stelle auch drüber philosophieren, ob es sich vielleicht um einen innerjüdischen Bürgerkrieg handelt und wenn ja, wieso und weshalb, wieso nicht. Und ja, das Chanukka-Fest fand auch im 19. Jahrhundert innerhalb der zionistischen Bewegung, auch in Deutschland, eine starke Aufwertung mit Hinsicht auf diesen Kampf. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, im selben Deutschland, desselben 19. Jahrhunderts, gab es aber auch genauso viele Tendenzen, dass man als Jude einfach mal Weihnachten so ein bisschen mitgefeiert hat. Der erste Weihnachtsbaum in Wien stammt von einer Jüdin,
dass man Gewohnheiten teils mit übernommen hat, also Synkretismen. Und das haben wir natürlich auch bei Chanukka. Weshalb man schon im Ende des 19. Jahrhunderts spätestens von Weinukka auch geredet hat, um Ähnlichkeiten aufzuzeigen, Sachen, die sich ausgetauscht haben, Sachen, die man übernommen hat. Das ist beileibe nichts Ungewöhnliches innerhalb von Religionen. Und ganz drastisch ist das natürlich, wenn man dann zum Beispiel in die USA reinschaut, Mitte des 20. Jahrhunderts allerspätestens. Und da gab es dann auch nicht umsonst das Kofferwort Christmucker für Chanukka. Und zwar, man hat einen Chanukka-Baum, man hat ganz normalen Baumschmuck, wobei die Kugeln dann halt mit einem Davidstern verziert sind. Man hat oben halt kein Kreuz auf dem Chanukka-Baum. Man hat einen Kalender, ähnlich dem Weihnachtskalender. Gut, wenn man einen Weihnachtskalender hat, hat man mehr Türchen. Also im Endeffekt auch mehr Schokolade. Aber wenn man so ein Türchen aufmacht, verbirgt sich auch da immer eine kleine Süßigkeit. Plus so ein bisschen Geschichte. Also wieder auf diese historische Seite zu schauen. Und ja, also das ist wirklich ein toller Bereich. Der macht auch Spaß, sich anzuschauen. Aber genau wie bei Weihnachten gibt es auch hier eine Wundererzählung. Und das, finde ich, ist eigentlich das Sympathische am Chanukka-Fest. Die Geschichte hat aber natürlich nichts mit der Geburt eines Kindes zu tun, sondern es bezieht sich wieder auf den Makkabäer-Aufstand. Und zwar als jetzt der Aufstand losgebrochen ist und der Tempel, also die Davidstadt Jerusalem, wieder eingenommen wurde, zurückerobert wurde, stand man vor einem Problem. Von dem geweihten Öl, mit dem man die Menora am Brennen hielt und die eigentlich auch nie ausgehen sollte, war nur noch ein Krug übrig. Ein Krug bedeutete ungefähr einen Tag, wo der siebenarmige Leuchter des Tempels also hätte leuchten können. Und die Herstellung von neuem Öl, dafür benötigte man ungefähr 8 Tage. Und das Chanukka-Wunder ist jetzt, dass es tatsächlich gelangt, dieser eine Krug gelangt hat, die vollen 8 Tage die Menora am Brennen zu halten, bis neues geweihtes Öl zur Verfügung stand. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte. So, ansonsten, die Chanukka-Leuchter, und das sehen wir ja auch bei uns hier im Saarland, wenn nicht gerade Corona-Pandemie herrscht, sollen eigentlich immer gut sichtbar aufgestellt werden, um das Chanukka-Wunder öffentlich bekannt zu machen. Man verwendet dabei in der Regel nicht die siebenarmige Menora, sondern meistens die neunarmige Chanukia oder Chanukia. 8 Halterungen, also ich kenne jetzt nur die neunarmige Ausführung, 8 Halterungen sind für die 8 Tage des Chanukka. Und die 9. Halterung, das ist der Shamash, das ist der Diener. Und zwar, man nimmt niemals von einer Chanukka-Kerze das Feuer, um die nächste zu entzünden. Zuerst wird der Diener angezündet und dann, je nachdem, an welchem Tag man sich befindet, die eine oder die nächsten Kerzen. Was macht man am Chanukka zu anderen Festen vielleicht ebenfalls anders da? Naja, da das Fest auch nicht in der Tora steht, lässt man die Arbeit mindestens mal für 30 Minuten dann, wenn der Leuchter angezündet wird, wenn die ganze symbolhaften Handlungen auch ausgeführt werden, ruhen. Aber es besteht kein generelles Arbeitsverbot. So, und ansonsten hat das Chanukka-Fest natürlich ein eigenes Brauchtum, eigene rituelle Handlungen und so weiter. Und ja, man könnte auch ganze Bücher, und die sind auch geschrieben worden, über, wie gesagt, ausgeliehene Elemente vom Christentum. Christentum hat sich ja auch umgekehrt bedient, ist ja gar keine Frage, füllen. Aber ich würde sagen, an der Stelle lasse ich es einfach mal beenden. Ich wünsche allen ein schönes Chanukka-Fest und
den Kleinen, dass es auch eine gute und ausreichende Anzahl von Süßigkeiten gibt. Viel Spaß!